Oh, meine lieben Matrosen, Larry und ich heißen euch ganz recht herzlich willkommen. Hier ist ein schöner Lautsprecher, den gucken wir uns mal an. Das ist einer der Lautsprecher des Durchsagesystems. Du weißt schon, wo du immer diese netten Durchsagen hörst. Okay, können wir hier reingucken? Durch dieses Loch kannst du in die Brücke hineinschauen. In die Brücke? Sie scheint unbesetzt zu sein. Oh. Hilfe! Wer lenkt denn das Schiff? Der Autopilot. Ganz ruhig bleiben. Oh. Okay, Autopilot, Larry, ist was ganz Normales. Kommen wir da rein? Oh. Das ist die Brücke, die ist aber echt verwaist. Das ist der Autopilot. Liebe Leute, so, nun, das ist ein Autopilot vom Allerfeinsten. Und hier sehe ich erstmal wieder... Yeah, Baby! Yeah, Baby! Yeah! 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 Okay, 9 Stück haben wir gefunden. Das ist prima, das ist der Autopilot. Das Vertrauen, das, da, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall viel besser. Hier ein paar Glückswürfel. Jedes gute Schiff hat ein paar Fellwürfel. Ja. Können wir die irgendwie nehmen? Andere nehmen? Nein, du kannst im Casino nicht mit Fellwürfeln gewinnen. Will ich gar nicht. Ich will, das ist Instrumententafel. Instrumententafel? Die Brücke ist voll mit komplizierten Geräten, Instrumenten, Computern und einem Bungee-Seil. Das ist das Lenkrad, können wir da irgendwas machen? Warum sollte man sich mit dem ganzen Radarkram und Autopiloten und so rumquälen, wenn es ein Bungee-Seil auch tut? Ja, eben. Manchmal. Finde ich auf jeden Fall gut. Können wir das Bungee-Seil vielleicht irgendwie nehmen? Nee, geht nicht. Hier ist hier ein schöner Kompass. Sieht aus, als wäre er völlig ratlos. So wie du. Ja, nur ein Kompass kann nicht ratlos sein. Wobei, ne, eigentlich, was haben wir hier? Ein paar Bierdosen. Mann, Seeleute trinken nicht im Dienst. Dann sind die voll, dann können wir sie nehmen. Wozu? Du kannst an der Bar gratis trinken. Oh, das ist prima. Wen haben wir hier? Killer. Killer. Wer erinnert sich an meinen Dracula-Display? Unser Hund hieß auch Killer. Ich mag keine Hunde. Gutes Hündchen. Gutes Hündchen. Braves Hündchen. Killer, pass mal auf. Lass uns drüber reden. Benutzen... Guck mal, ein bisschen Gleitcreme, Gleitspray, dann bist du aber sowas von friedlich. Das ist schon glitschig genug. Okay. Das ist hier eine Karte, kann ich mir gar nicht anschauen. Aha. Ja, wir brauchen wahrscheinlich eine Wurst oder so für den Kollegen, ne? Na gut, kommen wir hier hoch. Oh, wir kommen hier hoch, geil. Gesnifft habe ich beim letzten... Eins, ich will nochmal hier, ne? Sieht man, ne? Cybersniff-Karte 1, nochmal ganz kurz gucken. Ja, es riecht auf jeden Fall interessant und lecker. Pass mal, was ist das jetzt hier? Segel. Die Segel bestehen aus weißem Polyester, Larry. Genau wie dein Anzug. Cool. Ja, genau. Tolles Zeug. Geil, wir haben... benutzen... Grapschen. Behalte deine Griffel bei dir. Können wir das Segel setzen? Die Segel bestehen aus... Ja, genau. Genau, können wir das eben setzen? Segel setzen? Segel setzt man doch, ne? So, Segel setzen... This game doesn't understand the verb, that verb. And since you're new in this game, here's some tips about typing in words. Okay, verbs, pardon. Und dann gucken wir mal next, wir lesen es mal ganz kurz durch. Normalerweise müsste das auf Deutsch sein, aber ja nun, das ist eine Abzüge in der B-Note auf ganz kleinem Niveau, lieber. Das Spiel ist so geil. Dann gehen wir hier so... If the game says it doesn't understand the word, it means it. Also wenn es sagt, wenn es das sagt, dann meint es das auch, ne? So, it never will understand that word, so you don't need to try again. But if it does understand the word, that word may be needed somewhere else. Okay, das klingt amtlich, ne? Also, ne, wie gesagt, wenn es das Wort nicht kennt, dann brauchen wir das auch nicht. Und andernweise, dann kannst du es nehmen. So, wir nehmen mal next hier, ne? Try to type just one word, although we do recognize a few two-word combinations. Typing nouns does not good. You click on the none first, remember. Okay. Ich probiere es eh nur mit einem. Mehr traue ich mir gar nicht zu. Das ist ja. So, next. Okay, think like Larry. Larry can do everything he needs to do to finish the game.
Das heißt, wir können auch das Game finishen. Das ist natürlich, das müssen wir noch probieren. Dann gehen wir ein Finish Game. Ich glaube, das funktioniert sogar. Ich glaube, da gab es irgendein Eagle Easter Egg. Das müssen wir mal probieren. Nicht wieder wie die Boss-Key, ne? Da sind wir letztes Mal schon mal rausgeflogen, ne? You can also do a few things just because, say, fun. Das hat ja L auch, glaube ich, beim, wir gehen mal auf, es ist vorbei. So, Segel. Segel. Können wir das nehmen? Ne. Säbel geben. Ne, okay. Dann gehen wir wieder runter. Ne, ups, weg. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist eine schöne eine Insel. Wunderbar. Wie gut, dass du keine Höhenangst hast. Das ist Ansichtssache. Also ich persönlich habe Höhenangst. Achtung bitte. Eine Durchsage. Al hat gerade den Nackthürdenlauf gewonnen, der Teil des TLP-Wettbewerbs ist. Al? Al Bundy? Hello? Hello, du bist Programmierer bzw. Schreiber, du darfst gar nicht mitmachen. Was haben wir hier? Das ist Ansichtssache. Okay. Ach, wir können ja noch weiter. Ah. Oh, spätestens jetzt würde ich mir sowas von ins Höschen machen, Freunde. Okay, können wir das jetzt nehmen? Lass das. Das gibt nur Flecken auf deinem schönen weißen Freizeitdress. Die Segel bestehen aus weiß. Okay, das hatten wir schon. Aber wieso können wir hier hin, Freunde? Andere? Können wir hier runterpinkeln? Das bringt dich keinen Schritt weiter. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, Freunde. Das ist mir viel zu hoch hier, Freunde. Da habe ich Angst. Ich bin ja eine Schüsselbuchse, das wisst ihr. Ist das auch das Segel, ne? Benutzen. Ja, okay. Dann gehen wir mal runter. Fluppdiwuppdi. Dann waren wir auch mal hier oben, ne? Ich weiß zwar nicht, warum Motorschiff Segel hat, aber das ist auch letztendlich erstmal egal. So, wo kommen wir jetzt wieder hin? Da geht's nur hoch. Gehen wir mal hier zurück. Ja, die Wege sind immer ein bisschen seltsam. Irgendwann sitzt man in der Sackgasse, da muss man dann über die Map gehen. So, wir sind also jetzt hier beim Kapitän gewesen. Du bist hier. Genau, die Brücke haben wir jetzt auch. Wir gehen noch mit Launch, waren wir schon. Das ist das Vorderdeck. Da haben wir die Kumpfwatz geklaut. Okay, das hintere Deck. So, das Restaurant, aha, Kombüse, mhm. Kleidungsfreier Pool, okay, das ist das Atrium, Schalter des Pursers, die Bibliothek, okay, was haben wir hier? Hufeisenwerfen, genau, wir haben ja, glaube ich, auch Hufeisen, das ist, glaube ich, auch, das gehört zu uns, ne? Das haben wir Hufeisenwerfen, das ist komplett Hufeisenwerfen, okay, Pupsdeck, pupsen müssen wir, glaube ich, auch. Wir gehen mal aufs... Moment, ich will jetzt mal ganz kurz mal aufs Atrium. Ich will noch mal ganz kurz hier mit dem Pörser. Oh, da sehe ich einen Dildo. Moment. Das ist gar kein Dildo. Das ist okay. Oh, guten Tag. Da ist ein Dildo. Bitte sehr. Yeah, Baby. Yeah, Baby. Yeah. 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 Baby, coole Sache das. So. Okay, ich will aber mit dem Purser sprechen, denn da gibt es ein paar neue Optionen, denke ich mal, hoffe ich mal. So, genau, Peggy, pass mal auf, wir haben uns verliebt, total verknallt in die gute Peggy. Ich würde gerne mit Ihnen über eine Ihrer Angestellten sprechen. Wirklich, mein Herr? Ich habe ja sonst nichts weiter zu tun. Warum stehlen Sie mir also nicht einfach ein wenig die Zeit? Wissen Sie, es geht um diese Peggy, die Matrosin oben am Deck. Oh, ach die. Es tut mir aufrichtig leid, mein Herr. Ich rede mit ihr. Es gab da schon mehrere Beschwerden. Ich will bloß wissen, ob sie wirklich einmal Pirat war. Machen Sie sich nichts draus. Ich werde ihr gehörig den Kopf waschen. Gleich jetzt. Ist das aber ein hässliches Bild? Ja, ja. Genau, pass mal auf, Alter. Ihr habt diese... Bezahlen Sie 2,75 Mark für jede weitere Minute. Okay, das war eine 090er-Nummer, ne? Das ist die Dame, die die Ansage macht. Pass mal auf. Also, den Bums, den ihr uns da, ne? Als Zimmer verkauft, ne? Null für halbes Scheißhaus, das geht mal so gar nicht. Ich will auf jeden Fall Regress. Ich möchte mich über mein Zimmer beschweren. Sie und alle anderen. Seien Sie doch froh, ein Zimmer zu haben. Es sind Kreuze wie Sie, die uns normalen Leuten alles verderben. Hey, nur mal halblang, Macker. Ich mag's aber lieber ganz lang, jawohl. Das jetzt halten Sie sich für eine große Nummer, aber warten Sie ruhig ab, bis wir dran sind. Dann pfeifen Sie eine andere Melodie. Dann werden Sie froh, überhaupt ein Zimmer zu haben. Was zur Hölle stimmt nicht mit Ihnen? Oh, das wissen Sie nur zu gut. Die CIA mischt bewusstseinskontrollierende Drogen unter die rotbraunen Lacke und jetzt stehen alle Raumausstatter unter Ihrer Kontrolle. Ich halte es nicht mehr aus. Okay, also ihr glaubt, dass ihr irgendwann an die Macht kommt. Das mag sein. Andere, was haben wir hier noch? Pass mal auf.
okay, kennt er nicht. Normalerweise... Hufeisen dürfen nicht aus dem Bereich des Hufeisenwettbewerbs entfernt werden. Okay, pass mal auf. Mit diesem Telefon pariert Peter Pörser Anrufe wichtiger Personen und löst Probleme beunruhigter Passagiere. Beunruhigter Passagiere. Gut, dann gehen wir mal okay, wieder. Okay, bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt. Und was meinen Sie damit? Ja, das werde ich dir schon erklären, mein Kleiner. Achtung bitte, eine Durchsage. Ben hat gerade alle Mitbewerber bei der Selbststimulationssimulation geschlagen. Glückwunsch. Da sitzt ein Hühnchen. Da sitzt ein Hühnchen. Wenn Lefty eine Pause macht, muss Wiener Wald sein dressiertes Hühnchen für ihn einspringen. Wiener Wald macht Hühnchen kalt. So, pass mal auf, dann gucken wir uns erstmal das Bordtelefon an. Das weiße Telefon steht den Passagieren zur Verfügung. Ich hatte ja schon mal erwähnt, das ist ein paar Anspielungen auf den Film Total verrückte Reise in einem total verrückten Flugzeug oder auch Raumschiff bei dem Flugzeug oder auch bei dem Raumschiff, ich weiß gar nicht bei welchem, gab es auf jeden Fall das weiße und rosa Höflichkeitstelefon. Bitte das weiße Höflichkeitstelefon benutzen. Das weiße, nicht das rosa und das deswegen, wir gehen da mal dran, liebe Leute. Also das ist anrufen. Streich. Okay, machen wir einen Streich. Hier, Pörser. Hallo, können Sie jemanden für mich ausrufen lassen? Natürlich, welchen Teilnehmer? Fräulein Möbsefassen. Wir haben niemanden an Bord, der so heißt. Vorname Anne. Anne Möbsefassen. Ich hasse das. Ja, ja, das gab's schon vor, ne? Bart Simpson, ne? Machen das nochmal. Würfel dürfen nicht vom Spieltisch entfernt werden. Das ergibt Sinn, so müssen wir auch noch einen. Hier, Pörser, wir haben absolut nichts zu tun und das tun wir mit ganzer Kraft. Hallo, haben Sie Prinzregent Luitpold in der Dose? Nein, haben wir nicht. Na, dann lass sie doch raus. Oh. Larry hat es nicht so wirklich drauf. Wir probieren das direkt nochmal. Hier, Pörser, was wollen Sie? Können Sie jemand für mich ausrufen lassen? Ah, wenn's unbedingt sein muss. Der Name... Herrn Sifiken. Tut mir leid, aber an Bord gibt es niemanden mit diesem Namen. Vorname Ishwil. Ishwil oh. Sifiken, das ist... Schade, wieder einen guten Witz vermasselt. Ja, ja, das ist... Das ist... Bitte zahlen Sie 2,75 Mark für jede weitere Minute. Pass mal auf, das ist der Pörser, keine Sexhotline. Hier, Pörser? Hallo, können Sie jemanden für mich ausrufen? Oh, wenn's sein muss, der Teilnehmer. Herrn Schmidt Ohren. Netter Versuch, Süßer. Vorname fängt mit A an. Oh. Tja, Larry, irgendwie klappt das nicht. Wir haben noch eines, nur weiß. Und solange das Ding weiß ist, können wir es machen. Hier, Pörser. Läuft Ihr Kühlschrank? Nein, hier auf dem Schiff wird alles mit Eisbergchips gekühlt. Nun, warum machen Sie dann... Larry, du musst das... Hier, Pörser. Gibt es hier an Bord ein gutes Frühstück? Oh, selbstverständlich. Wir sind schließlich ein Luxusdampfer. Oh, und haben Sie hartgekochte Eier? Natürlich. Und es hat gar nicht wehgetan. Ja, aber das muss doch tierisch weh. Okay, jetzt ist es durch, ne? Aber das ist... mal gucken, ob er Sex kennt. Das ist ja immer ein Larry-Spiel, ne? Vielleicht solltest du das den Pörser fragen. Okay, das machen wir direkt. Persönlich. Noch. Persönlich, okay, dann pass mal auf. Wir reden doch mal mit ihm. So, andere Sex. Persönlich, hat er gesagt. Damit habe ich nichts zu tun. Das. Sagen Sie, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Hufeisen dürfen nicht aus dem Bereich des Hufeisenwettbewerbs entfernt werden. Okay, was natürlich bei Larry notwendig ist, ne? Kennt er nicht, schade. Okay, was könnte er denn sonst erkennen? Küssen, lass mal damit küssen. Ach, wirklich? Küss mal das hier. Okay, so pass mal auf. Dann machen wir es mal hier Konto. Weil es ist so,
Ich bin ein wenig in Sorge über die Belastungen auf meinem Konto. Ich auch. Können Sie mir sagen, ob es noch gedeckt ist? Mhm. Natürlich. Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. Okay. So, und währenddessen können wir uns nämlich jetzt mal das Telefon anschauen. Ah, was haben wir da? Die Wiederholung. Okay, drücken. Gute Idee. Damit erfährst du die letzte Nummer, die der Purser gewählt hat. Hell? 1134. Es heißt 1134. Aber hell lernen. Ist wahrscheinlich gut. Du liest es seitenverkehrt. Ja. Oh ja. Jetzt. Das war mir klar. Mir auch. Wählen? Eigentlich willst du sein Telefon gar nicht benutzen, um anzurufen. Du könntest erwischt werden. Okay, dann gehen wir wieder raus. Okay, dann 1134. Das ist. Ist nicht da. Wir probieren das mal. Anrufen? Ihre Belastungen tendieren gegen null, wenn man mal von den 381 Mark in der Bar absieht. Ja, genau. So müssen wir auf Anrufen, benutzen. Anrufen. Kann ich keine Nummer angeben? Ansehen, benutzen. Andere. Mal wählen. Mal gucken, was das hat. Wählen. Mit diesem Telefon kannst du nicht durchwählen. Sobald du abhebst, klingelt es am Schalter des Pursers. Okay, das heißt, es klingelt immer am Schalter des Pursers. Andere. 1134. Mal gucken, was das macht. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier erstmal einiges gedealt beim Purser. Das ist ein schönes Schiff. Das haben wir uns auch alle schon angeguckt. Das Ding haben wir uns auch schon, glaube ich, angeguckt. Den Purser haben wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt. Der Schiffspurser ist ein paranoider, ultramisstrauischer, Verschwörungstheorien anhängender, völlig überdrehter, schwuler Bürokrat, der hier außerhalb der Hauptlobby stationiert ist. Das war punktuell. Das hat er wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich bringe jetzt auch so einen Punkt, nämlich hier, Folge beenden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal wieder dabei hier an Deck, wenn wir mit Larry da die ganze Yacht nach liegen wieder. Das ist. Ich weiß es auch nicht. Leute, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao, sagt Larry 45. Ciao. Die weißen Freizonen sind nur zum B- und Entladen vorgesehen. B-